Heute geht es um die Lufthansa Premium Economy. Und zwar hat Lufthansa durch seinen Partner ZIM bekannt gegeben, wie die sein wird. Da sie ja nicht nur bei der Lufthansa verbaut wird, sondern auch bei der Swiss. Ja, auch heute in einem Lufthansa-adäquaten Dress mit Kappe und mit Shirt. Deshalb trotzdem den Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig, die Glocke anzumachen, damit ihr keine Folge von Frequent Traveler TV Takeoff verpasst. Heute mit einer, ja, sollen wir sagen, Exklusivsendung über den Lufthansa Premium Economy Class Stuhl, Sitz oder wie man es auch nennen möchte. Aber auch hier gilt wieder, wie immer, unten kommentieren. Kommentiert einfach, was ihr zu diesem Sitz denkt. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, liked den Beitrag. Ja, dann lasst uns auch direkt mal in den Sitz einsteigen. Der Sitz ist jetzt die nächste Generation. Lufthansa hat ja den Recaro-Sitz gehabt, hat auch einen ZIM-Sitz gehabt. Und ZIM ist ja auch allen bekannt, die mit dem Airbus A220 fliegen. Da sind ja auch ZIM-Sitze drin, verbaut von der Swiss. Und jetzt ist man auf den ZIM-Sitz, also ZIM-Sitz gegangen. Und zwar nennt er sich ganz genau der ZIM Privacy Premium Economy Class Seat. Ja, ganz genau, da ist das Wort Privacy mit eingebaut. Die Premium Economy Class ist ja jetzt nicht eine Klasse, die durch Privacy geglänzt hat. Sie ist ja auch irgendwie so eine Zwischenklasse. Und das ist sie und soll sie auch sein zwischen der Economy Class und der Business Class. Aber hier in dem Fall ist es so, dass man mit der Firma ZIM zusammen, ist übrigens eine deutsche Firma, die sind, wo sind die eigentlich? Die sind in Immenstadt. Immenstadt im Süddeutschen, Telefonnummer 075 Vorwahl, also 07544. Und damit sind sie also auch in guter Gesellschaft. Wie Recaro, die sind ja auch irgendwo in Süddeutschland. Ja, auf jeden Fall ist dieser Sitz jetzt von Lufthansa ausgewählt worden. Ihr seht ja auch Bilder von dem Sitz, der die Privacy auch wirklich nochmal unterstreicht. Dann lass uns einfach mal die Key Facts durchgehen. Einmal von der Pressemitteilung. Und zwar ist der CEO von ZIM Aircraft Seating, so heißt das, ganz happy, dass er den Vertrag hat, weil das ja auf Jahre hinaus seine Produktion sichert. Warum? Ganz einfach, weil die Lufthansa nicht nur die A340 und die 777 der Swiss mit der Premium Economy Class befreunden lassen bzw. beglücken, das war das Wort, sondern auch ab Quartal 1 2022 sollte das passieren, wird jetzt wahrscheinlich etwas später, bei der Lufthansa auch in den neuen 777-9ern, aber auch in den 350, in den 787er und festhalten, in der Zukunft auch in den 747-8ern. Ganz genau. Also das heißt, es wird fast die gesamte Flotte, bis auf die A380er und die 340-600er, die 330er logischerweise auch nicht, werden mit diesem Sitz beglückt. Dieser Sitz, laut Werbung von ZIM, die Key Facts, wie es so schön heißt, bei dem ZIM Privacy Sitz hat er den Anspruch, dass man einen Business Class Komfort in die Premium Economy Class bringt. Also ähnlich dem Anspruch, den man bei Qatar hatte, dass man die Business Class in einer Art First Class positioniert. Das macht man hier bei ZIM auch. Man hat eine Center Konsole, also eine Mittelkonsole zwischen beiden Sitzen. Und da kann man dann bequem für zwei Personen den Arm drauflegen lassen, ohne dass man mit den Nachbarn sich berühren muss. Dann das nächste ist, der Sitz ist komplett mechanisch. Heißt, er hat eine harte Rückwand. Der Vorteil der harten Rückwand ist einmal natürlich, dass die harte Rückwand, wenn der Sitz nach vorne, also beziehungsweise nach hinten klappt, auch nach vorne geht. Aber wenn ihr dahinter sitzt, passiert nichts bei euch in eurem Hoheitsraum. Da verändert sich nichts. Das kennt ihr ja auch von den Business-Class-Bestuhlungen. Da ist einfach eine harte Schale drum, dass da nichts passiert. Dann ganz, ganz wichtig, der Sitz gibt einem auch eine Art Privacy. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine richtige Privacy ist, die man da erwartet, weil wenn man ehrlich ist und sich die Bilder anschaut, dann ist das eher so ein, also es ist ein schöner Sitz, aber es ist jetzt nicht wie eine Business Class, wo man wirklich irgendwas hochschieben kann, eine Blende oder irgendwas.
Also insofern, das ist da nicht der Fall. Man sieht allerdings auf dem Bild sehr schön, dass zumindest der Hintermann nicht reinschauen kann. Wahrscheinlich von der Seite kann man reinschauen, wie ihr auf dem Bild neben mir jetzt seht. Und es gibt auch, wenn man sich das Bild ganz schön anguckt, ein Staufach. Ich weiß gar nicht, ob man das nur... Nee, das sieht man nur auf dem ZIM-Bild selber. Das werde ich auch mal einblenden. Da ist... Sie nennen das ein Intelligency Privacy Divider for Increased Privacy in the Personal Space. Ja, also ich sehe das jetzt noch nicht so, aber wie gesagt, wenn der Sitz vielleicht aufgebaut ist und man das ausprobieren kann, dann kann man vielleicht was hochschieben, was dann das Ganze privater gestaltet. Weiter geht es dann auch, dass man eine Art Lichtsystem hat, was so Ambient Light ist, also das heißt, dass man ein Licht macht, je nach Stimmung, auch in den Sitzen. Interessant ist, und das seht ihr ja auch an dem Display, da weiß man leider nicht, wer der Hersteller ist, zumindest ich weiß es nicht. Wer es weiß, kann es unten in die Kommentare machen, ob es ein Robert Collins ist oder Panasonic, oder ich schätze mal, dass es ein Panasonic-System wird, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Dass man da einen bis zu 15 Zoll großen Monitor einbauen kann, der ist größer als der, der in der First Class ist. Dann hat man noch einen Haken für den Mantel, den finde ich auch sehr, sehr schön. Also zwei Stück jeweils, links und rechts einen. Und dann ganz, ganz wichtig, man hat den Headrest, also das heißt, die Kopfstütze kann auf 6 verschiedene Positionen eingestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob man so eine Seitenverstellung mit reingerechnet hat, schätze ich mal. Und man hat ein Literature Storage, also im Prinzip da, wo die Magazine drin sind. Oder aber auch das Buy on Board Menü, das ihr ja jetzt zu lieben und zu schätzen gelernt habt. Dann geht es weiter mit einem kleinen Cocktailtischchen, dass man also den Tisch nicht aufklappen muss, sondern man kann das Getränk wie in der Business Class einfach auf der Mittelarmlehne setzen und man hat einen Comfort Seatbelt, wobei der Comfort Seatbelt sieht aus, als ob er wirklich über die Schulter wie im Auto gezogen wird, so wie ihr ihn auch schon kennt aus der First Class bei der Swiss zum Beispiel. Also ein weiß nicht, wie man so gut nennt. Also auf jeden Fall geht über den Vorderkörper. Dann gibt es natürlich darauf auch Steckdosen und vor allem auch USB-Ports, aller mögliche Spielereien machen. Man hat sich leider bei der Lufthansa nicht drüber ausgelassen, was da alles mit möglich ist mit dem Sitz. Übrigens die Firma am Bodensee. Nur damit wir es wissen. Ich finde die Farbstellung finde ich sehr, sehr schön von der Lufthansa. Dieses Blau mit den braunen Akzenten, dann mit dem Beige. Ja, also ich finde es vom Sitz her sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Wenn man sich das Ganze auch nochmal anguckt, ist das in meinen Augen ein Produkt, was Zukunft hat. Und da glaubt die Lufthansa ja auch drauf. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man da die ganzen 787 damit bestücken und beglücken will. Daran sieht man ja auch, wie lange man noch mit der 747-8 fliegen möchte. Und das ist also ein ganz klares Bekenntnis zu dem Vierstrahler im Gegensatz zum A380, der ja tot ist. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Die Swiss bekommt natürlich auch die Premium Economy Class. Das sollte ja, wie gesagt, auch ausgerollt werden für die 340-300er. Und die 777s, die sollen es auch bekommen. Also insofern muss man einfach mal schauen, wann das passiert. Also die Umrüstung soll halt im ersten Quartal 2022 passen. Passen auch sowieso, hoffentlich passt da alles. Also ich finde die Premium Economy, um es nochmal zu sagen, finde ich gut. Ich finde es ein Produkt zwischen der Economy und von der Business Class für Leute, die halt sagen, auf Tagflügen, da macht das in meinen Augen Sinn, wenn man zum Beispiel von Europa nach New York fliegt, zum Beispiel an die Ostküste, da ist so ein Sitz ja in Ordnung. Da braucht man auch kein Full Flat und wenn man nicht schlafen möchte, da finde ich eine Premium Economy tipptopp. Ihr könnt ja auch da schreiben, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, nochmals die Aufforderung unten über die Premium Economy, was ihr davon haltet, ob das ein Produkt ist, was Sinn macht, ob es in euren Augen zu Lasten, und das ist ja das, was bei der Swiss die spannende Frage ist, wie weit es zu Lasten der Business Class und der Economy Class geht, weil wie viel wird denn da ausgebaut? Und vielleicht wird irgendwann ja auch die First Class verschwinden, wenn so viele Flugzeuge
da dann wirklich mit 4 Klassen fliegen. Ich weiß nicht, ob der Markt das hergibt. Aber das ist wieder eine ganz andere Sendung, wenn wir uns über die Zukunft der First Class unterhalten. Ja, ich finde, das hat für heute wieder genug Informationen für euch gegeben zum Economy Class, Premium Economy Class Sitz von der Lufthansa und der Swiss. Ihr könnt ja unten einfach in die Kommentarspalte reinschreiben, wenn ihr wollt. Und das war auch jetzt meine 3. Aufforderung. Aber jetzt kommt auch der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal und macht die Glocke an. Und vor allem vergesst nicht, den Beitrag zu liken. Ihr seid ja bis zum Ende gekommen. Also insofern danke und bis morgen wieder in einer Ausgabe, wo wir euch wieder mehr Themen bringen werden. Wahrscheinlich zum Frequent Traveler TV Takeoff. Also bis morgen, bis dann. Ciao.